Hallo und herzlich willkommen hier in einer neuen Folge Rust. Ja, mit dabei natürlich Funnybone. Oh, fuck, hier ist ein Bär, Digga. Ja, wo? Ja, wo hinter unserem Haus direkt, hinter dem Felsen, hinter unserem Haus und der kommt auf mich zu. Ich renne. Ich seh dich nur nicht. Ich höre dich, ich seh dich aber nicht. Ich hab'n. Ja, hast du doch voll platt gemacht. Ich brauche auch ganz dringend Stoff von dem Typen, weil sonst darfst du mich hier gleich reanimieren. Ich hör mal auf zu hacken, ich krieg ihm hier irgendwie nichts raus aus dem Vieh. Ja, ich hab'n. Aber ich hab natürlich keinen Stoff. Aber ich blute nur noch 10%. Ja, könnte ich überleben. Ja, wir wollten eigentlich jetzt auch los hier nach unserer letzten Session. Sind wir ja beide gestorben. Wir wollten los Tierzeugs besorgen. Wir brauchen nämlich Stoff. Mein Bild ist ganz schön rot, muss ich sagen. Das ist der Sonnenuntergang. Der Bär hat, ich dachte, das wäre meine Blutung. Der Bär hat keinen Stoff gegeben. Ich habe nur 36% Health, aber selbst 100 reicht einem hier nicht oder bringt es einem hier nicht. Nicht sehr lange, ne. Warte mal, ich wollte mal gerade gucken. Wir haben 8400 Leder bekommen. Das heißt, wir können zumindest gleich wieder neue Klotten machen. Ja, ja, Leder haben wir sowieso noch 5000 im Haus. Wobei ich fast gar nicht glaube, dass das Sinn macht, sich hier Klamotten herzustellen, weil die sind eh gleich wieder weg. Bisschen Optimismus hier verbreiten. Ja, es wird Zeit, dass wir mal wieder einen killen, ne? Schlafende Gegner sind ja auch überhaupt kein Problem für uns, ne? Nackte mit dem Stein auch nicht, wenn ich dir nicht gerade einen Speer vor die Füße schmeiße. Endlich mal haben wir hier ein Spiel, wo du dieselbe Sterberate hast wie ich. Richtig. Na, ich bin einmal weniger gestorben. Ja, das kommt noch, glaub mal. Für mich backst du hier so ein bisschen durch die Gegend. Bleibst du ab und zu stehen? Ja, ich schaue mich ab und an mal um. Ah, okay. Uah, Hütte. Ja, das haben wir zu verlieren. Lederkleidung und ein Speer. Ja, auch wieder wahr. Da oben stehen auch so komische Sachen am Hang, ne? Ich überlege, ob das diese Fässer sind, die ja manchmal recht nützlich sind, oder ob es Steine sind. Ich denke, das sollten wir uns mal angucken. Hier in das Haus kommen wir eh nicht mit unserer kargen Bewaffnung. So. Ich habe gar nicht drauf geachtet. In der letzten Folge ist der Typ dann eventuell auch noch verblutet? Wahrscheinlich nicht, ne? Ey, das glaube ich nicht. Weil der Pfeil steckt hier in ihm, das konnte man hier sehen in meinem Video. Aber ja, gegen eine Schnellfeuerwaffe konnte ich dann auch nicht mehr viel ausrichten. So, boah, hier geht's aber mühsam hoch, ne? Kein Vieh weit und breit irgendwo zu sehen. Ja, aber ich sehe auch diese Dinger nicht mehr. Jetzt sehe ich links von uns, das werden wahrscheinlich nur so Felsvorsprünge sein. Oder hier diese scheiße. Oder hier der Stein war das. Stein hier war das bestimmt. Mist, ich hatte hier auf diese alten Fässer gehofft, die es hier sonst immer bei Rust zahlreich gab. Eventuell noch gibt, wir wissen es noch gar nicht. Ja, es war so eine kurze Phase mit diesen Fässern, ob die wieder abgeschafft wurden, wer weiß, wer weiß. Ja, die waren das war auf jeden Fall cool. Ich wollte gerade sagen, die waren ziemlich geil. Aber viehtechnisch hast du vollkommen recht hier. Sieht nicht gut aus. Ich will laufen, bis wir irgendwas finden, killen es, dann portest du ins Haus, ich port hinterher und dann... So wird's sein. Alles gut. Oh ja, okay, hier kommt auch noch richtig was. Ja, früher gab es ja ganz viele Zonen, ne? Schnee, Wüste. Haben wir alles noch gar nicht wieder gesehen, seitdem wir wieder neue Rust spielen? Ja, Schnee haben wir schon gesehen, aber Wüste. Ah, so. Ne? Schnee oben so auf den Bergen, ne? Aber nicht so ganze Schneebezirke. Ja, ich glaube, wir nähern uns Schnee. Aber wo sind die gottverdammten Viecher? Es gab doch früher Wölfe und so einen Scheiß hier überall. Das ist übrigens auch eine extremst dicke Hütte da hinten. Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Ist es Schnee oder Sand? Schwer zu sagen. Mhm. Ersten Blick würde ich jetzt ja auch Schnee sagen. Ich hab einen Huhn gehört. Hast du einen Huhn gehört? Ja, vielleicht war meine Frau auch noch vor der Tür. Ja, ich hoffe mal für dich, die guckt unseren Scheiß hier nicht. Ja, sonst geht der Fanny jetzt mal wieder leer aus. Da krieg ich 3 Tage Spielverbot mit dir, du. Hier sind Furnaces. Schon wieder? Ja. Ja, aber außer Knochen nichts drin. Und Stein. Okay. Ich kann immer noch nicht sagen, ist das jetzt Schnee hier? Ich friere. Warte mal. Merkt man ja am ehesten, wenn man hier anfängt zu frieren. Oh, ich denke aber, das soll Schnee sein. Na, das wäre mal ungünstig bei meiner Helfanzahl hier. Ich renne jetzt einfach mal ganz stumpf auf dieses große Gebäude zu. In der Hoffnung, ist es offen. Hahaha. So. Das ist aber auch echt mal ein guter Komplex hier, ne? Gut gemacht zum Verteidigen.
die ganze Zeit irgendwo. Weiß aber nicht genau was. Eben dachte ich, es wäre ein Huhn. Jetzt gerade dachte ich, ich hätte Lagerfeuergeräusche. Ja, ich dachte, du warst dir einig, und es wäre deine Frau. Vielleicht war es auch nur der Stoff. Denn ohne Grund ist der nicht leer, unser Stoff. Ah, coole Hütte. Gehen wir mal den Code ein. Was können wir denn eingeben? 0815. Ja, probier mal dein Glück. Ja, ich habe das Ding jetzt einmal umrundet. Ich bin hier auf so einem Stein. In der Hoffnung, hier mal ein bisschen was zu sehen irgendwie. Na. Ja, super. Wieder runtergefallen. Ja, ich sehe jetzt tatsächlich ein Vieh. Okay, Himmelsrichtung? Irgendeine? Warte, was ist das denn hier? Holz. Southwest. Nee, East. Ja, alles klar, ich sehe dich. Alles klar. Da hinten siehst du schon das Vieh? Ja. Am Felsen, hey. Hirsch oder so, genau. Ja, Hirsch passt wahrscheinlich besser. Im Moment läuft da ja so Buggy im Kreis. Ich hoffe, was ist das denn hier? Guck mal. Ach hier, die Pilze wieder. Nehmen die mal mit. So. Kann man das auch mitnehmen? Nein. Auch ein Pilz, ne? So, noch ist das Vieh da. Mal gucken. Ich würde sagen, wir umrunden es. Ich von rechts, du von links. Ja, da steht er ja zwischen den Felsen, dann kommt es wenigstens nicht weg. Ja, von wegen. Ja! Aber schnell, der Mistbock, ey. Übelst. Aber die waren ohne Pfeil und Bogen immer ganz schwer. Ups. Ich hab's jetzt aus den Augen verloren, ist mein Problem. Das ist auch ziemlich zügig weitergerannt. Geradeaus oder in welche Richtung? Ja, also erst ist es geradeaus weiter, aber wo es jetzt hin ist? Scheiße. Ja, okay, ich sehe schon, wir suchen uns was Neues, wa? Aber es ist auch echt mager hier, ne? Entweder fressen unsere Nachbarn uns alles weg. Also ich meine, essenstechnisch, hier liegt überall Holz auf dem Boden. Jetzt schon das zweite Mal Holz gefunden. Ja, Stein, Holz liegt inzwischen alles rum. Ja, ich meine, essenstechnisch ist ja kein Problem. Wir brauchen definitiv Stoff. Damit wir uns mal wieder hier einen gescheiten Bogen bauen können. Man sollte vielleicht auch nochmal sich erkundigen, oder vielleicht wisst ihr das ja, ob irgendwelche Viecher mehr Stoff geben und mehr Leder, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt. Gibt es nämlich mit Sicherheit. Also jetzt, wenn ich hier auf den Boden gucke, würde ich ja jetzt bei dem jetzigen Licht sagen, das ist Sand. Oder? Soll es Schnee sein? Nee, wenn ich mir so die Bergkuppen und so... Also ich würde ja auch Schnee tippen. Das Terrain sagt Schnee. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Das ist ja wieder... Einfach am Wasser weiter. Ich ach, ja, jetzt sehe ich dich. Drehst du mal deinen Speer so cool für mich, so wie hier Donatello von den Turtles? Ja, das machst du bestimmt auch. Aber ja, dann, wenn ich nicht hingucke. Ja, genau, genau. So, lass mal rüber, oder? Uferwechsel? Ja. Oh, Uferwechsel. Wir sind ja angezogen, jetzt dürfen wir das. Ja, genau. Hat irgendwas vom Mars jetzt hier in der letzten Beleuchtung? Nur wesentlich mehr Vegetation. Und mehr Schnee. Ja. Aber wo sind denn jetzt die gottverdammten Viecher, ey? Oh, jetzt hatte ich gerade einen Bucket, bin ich ein ganzes Stück zurückgesprungen. Ja, herzlichen Glückwunsch, ich auch. Ja, war da also eine Kante. Ja, hatte auch gerade richtig so einen Satz rückwärts. Das kann doch nicht sein, dass hier kein Vieh mehr rumläuft, ey. Ja, aber manchmal ist das ja wie verflucht. Ne? Denk mal an unseren alten Server, der da so leer war. Ja. Da war nichts los und dann logge ich ein und kann da irgendwie 10 Viecher auf einmal abschlachten. Also. Ja, ja, ja. Was ist denn mit anderen Materialien? Eigentlich sind wir da ganz gut aufgestellt momentan. Ja, es ist ja auf diesem Server fast ein bisschen suspekt, was zu sammeln, weil du machst ja mit einem Baum mehr Holz als in einem anderen Spiel mit 100 Bäumen. Ja. Ja, und hier schweben Leute rum. Das ist mir auch noch sehr suspekt. Ja. Ich weiß es nicht. Ob also wir machen die erstmal weiter, aber hier gibt es ja Action. Es ist jetzt schon relativ spät am Abend, mitten in der Woche und es sind 86 Leute on. Also hier ist schon gut was los auf dem Server, das gefällt mir. Mhm. Allerdings, wenn die unsere Hütte wieder aufbacken oder aufhacken, dann können sie mir eine Füße lecken, dann wechseln wir halt wieder. Ja, ja, das ist aber bei Rust generell noch so ein Problem, das ist halt noch sehr verseucht. Ne? Also der andere Server hätte mir gut gefallen, muss ich sagen.
welcher andere? Auf dem wir waren, ja. Ja. Also Leute, wenn sich 20 von euch finden, die da mitspielen auf dem Server, damit wir auch mal ab und an jemanden verhauen können oder ein paar auf die Klappe kriegen, dann wechseln wir wieder. Ja, hier wieder der Aufruf, genau. Spielt mit uns, spielt mit den Fun-Gamern Rust. Genau, ihr seht ja immer, im Moment sind wir auf Rust Bucket. Ja. Gemein, und jeder hat gesehen, wie man zu unserem Haus findet vom Leuchtturm aus. Aber ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr Rust spielt, lasst einfach einen Kommi auf unserem Kanal da unter einem der Rust-Videos. Sagt uns, wo ihr spielt. Wir gucken uns das Ganze an. Vielleicht kann man sich da ja auch mal zusammenfinden mit der einen oder anderen Gruppe und hier auch richtig Krawall machen. Oh ja. Oh, das ja. Fände ich. Das wäre richtig geil. So eine Gruppe mit, weiß ich nicht, 10 Mann oder so und dann hier richtig Raid-Touren vom Feinsten. Mit ein bisschen Blödsinn zwischendurch. Das hätte was. Jetzt wird aber schön dunkel hier. Ja. Soll ich jetzt hier die Fackel anmachen? Ich habe auch erst drüber nachgedacht, aber ich bin jetzt inzwischen zu dem Entschluss gekommen, sieht's geil aus und zweitens, wir sterben so oder so. Ob wir jetzt im Hellen oder im Dunkeln sterben, spielt eigentlich keine Rolle. Ist auch egal, genau. So, auf jeden Fall habe ich jetzt hier auch gerade irgendwie so, ja, Gacker war es nicht, aber so. Erstmal so ein Wolfsjaulen oder so. Ja, ja, irgendwie ja. Sowas, genau. Das ist für mich zum Beispiel auch gänzlich neu, diese Geräuschpalette. Nee, die gab's schon. Frische Quaken und so. Ja, vielleicht bei deinem letzten Einsatz. Also mir ja, wobei, auch Frische gefallen. Würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber dieses Jaule, das gab's schon. Aber ich habe das Gefühl, es wird lauter. War ganz ein bisschen Kojotengejaule. Ja, ja, genau. Oder? Wie so ein Kojote oder irgendwie was. Das hier geht's aber viel runter. Nichts gegen die Angstschreie bei The Forest da. Ja, das stimmt allerdings. Gut, in der Nacht sehen wir unser Futter natürlich noch sehr viel besser. Ja, du hast es gerade angesprochen, ich werde es auch dann direkt mal aufgreifen. Das Thema The Forest. The Forest wird demnächst auch als Neustart weitergehen oder ja, neu gestartet. Wie das Wort Neustart halt so sagt, ne? Ja, durch unsere Umbauarbeiten sind die Daten weg. Umbauarbeiten im oder am PC. Das heißt aber, es hat uns auch eine Menge Spaß gemacht und da werden wir auch auf jeden Fall demnächst wieder an den Start gehen. Dein Technodrom, mein Freund. Du bist wo? Ja. Ich weiß nicht. Richtung Norden. Ein dickes, fettes Technodrom. Ja, kurz noch den Satz zu Ende bringen. Also, The Forest wird auch wieder in Kürze über unseren Kanal hier fließen. Da wird es dann auch wieder das eine oder lustige Videochen von uns zu sehen geben. So, Keule, wo bist du? Bewege mich den Berg wieder hoch. Ich war runtergegangen, um zu gucken, was da war. Ja, also ich habe jetzt mal die Fackel ausgemacht, während ich mich dem Ding nähere. Aber das letzte Mal beim Technodrome haben wir wenigstens ein paar Sachen gefunden. Brauchbare. Das heißt, scheiß drauf, ob es dunkel ist oder Nacht. Ich denke, wir sollten uns das Teil angucken. Fällt ja auch am helllichten Tage da runter. Was macht dann den Unterschied? Ja. Ja, da ist das Ding. Sehr cool. Ja, ich weiß noch, letztens sagtest du noch so, ey, da hat sich einer Technodrome gebaut. Also bis man sowas hier bauen kann in Rust, das wird noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, das sind deine Schritte. Ja, ja, ich will dich da brauchen. Okay. Ich meine eben, was gesehen zu haben. Deswegen bin ich so ein bisschen links von uns, da vor der Hütte. Ey, guck mal, die Geräusche kommen jetzt aus dem Technodrome. Hört sich so an, ziemlich laut. Ja. Na, kann ich da nicht rein. Problem ist, dass jeder hier eine Knarre hat und nur wie Idioten mit dem Speer da zu einer Schießerei kommen. Zu wenig. Und das Nachbarhaus da drüben scheint beleuchtet zu sein. Immer wenn ich mal so einen Schritt gehe, wird mir da angezeigt. Oder okay. Sehe ich da so ein Licht durch. Die erste Kiste gefunden, die ist allerdings leer gewesen. Ja, hier wohnt ja einer neben. Das wahrscheinlich regelmäßig raiden. Hast du das? Ja, ja, das bin ich. Boah, ich hab mich schon wieder so erschrocken. Ich dachte, wir werden schon wieder beschossen. Ja, irgendwie im Dunkeln wirken die Geräusche des Technodroms dann doch noch eine Ecke gruseliger, muss ich sagen. Ja. Also ich will jetzt auch mal sehen, dass ich nach oben komme. Weil oben hier für mich auch nicht gut ist. Wie Fanny schon sagte, ich falle hier auch bei helligsten Tagen. Sterbe. Übrigens friere ich mir den Arsch ab. Es ist zu kalt, sagt er. Ja. Ja, ich habe immerhin eine große Holzkiste bekommen. Oh, hier sind zwei Fässer.
und dann raffinieren, nehme ich an. Ne? Richtig, genau. Ja, hier in den roten Fässern ist echt Rohöl drin. Vielleicht sollte man das ja direkt mal ausprobieren, wenn man hier ist. Vielleicht unten an der Raffinerie. Ja. Also ich habe jetzt 45 Rohölkanister in der Tasche. Ja, nice. Ja. Wenn ich mich da reinstelle zum Raffinieren, hätte ich gerne Rückendeckung. Aber du bist jetzt wahrscheinlich in der Butze da gerade. Ich bin auf dem Weg in die Butze. Ich werde jetzt mal gerade noch die Fässer hier unten runter raiden. Ich vermute zwar auch, dass da Rohöl drin ist. Gar nichts drin. Was ist das denn für eine Verarsche? Ich hoffe ja so, dass du nicht bei mir bist. Ja, ich bin im Techno. Ja, man hört das hier draußen, die Schritte, ey. Echt angsteinflößend. Also bis jetzt ist uns auf diesem Server von den 86 Leuten hier online sind, 93 ist inzwischen, erst einer über den Weg gelaufen, der freundlich war. Alle anderen wollten uns killen oder haben ja, uns war aber auch nur freundlich, weil wir in unserem Haus waren und der nicht machen konnte. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Nee, ich wirklich eigentlich auch nicht, aber... Ich meine, er hat freundlich gesagt, hat gehofft, dass wir die Tür aufmachen. Ich sag mal so, wir haben den Kontakt überlebt mit ihm. Ja, weil wir aufgrund, weil wir in unserer Hütte saßen, genau. Zwischen uns war, genau. Ja, wie sieht's denn da drin aus? Hast du da schon einen geilen Grund? Also ich finde hier nämlich nur Rohöl. Nee. Bisher habe ich nur diese Bauplan-Teile da, diese blauen Plan. Will ja, jemand laufen? Bist du das? Ja, hier liegt ein Speer. Hast du deinen Speer weggeschmissen? Nein. Es ist ein Steinspeer. Ach so, ist eine Blaupause. Ach cool. Hab ich jetzt mal gelernt. Rohre hier laufen. Wenn ich gleich oben bin, kannst du zu mir porten. Um dann zu warten, bis du wieder heil runterkommst, um mich runter zu porten, oder? Da kommt man immer. Runter geht doch immer. Ja, tatsächlich. Ich raffiniere jetzt hier. Was ist denn das? Oh, cool. Also erschreck dich nicht, wenn du jetzt einen mit dem Wolfshut siehst. Den habe ich nämlich gerade hier gefunden. Okay. Ich habe einfach einen Brennstoff, stelle ich gerade her. Ich habe eine Blaupause für eine große Kiste. Ja, ich habe schon eine große Kiste. Achso, das ist eine Blaupause. Da sagst du ja was. Ich dachte, ich habe eine große Kiste. Ja, kannst du lernen. Jo. Habe ich dann auch gerade mal getan. Ich dachte, ich habe die ganze Kiste dabei. Mann, ich vertue mich hier immer noch mit dem Ein- und Ausschalten oder reingucken. Oh nein, oh nein. Ah, ich lieg drinne. Ich hab den Sprung nicht geschafft. Aber ich schaffe es mich, schaffe ich es noch zu dir zu teleportieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Um dich zu retten? Glaube ich nicht. Warte mal, ich probier's. Aber du kannst dich ja gleich hierhin teleportieren. Ich höre dich jämmerlich schreien, muss ich sagen. Hey, bei mir hat er schon aufgehört zu schreien? Ich höre dich noch, aber vom Feinsten. Ich kann mich umgucken, ich lebe noch. Ja, warte mal. Deswegen, ich probiere. Ich lebe noch, alles gut. Ich bewege mich gerade wieder. Ich bin... Ja, jetzt ist das Schreien auch weg. Kommst du denn da raus? Ich glaube, dass mir mein Brennstoff weggebackt ist, oder? Ne, wir haben jetzt 225 mal Brennstoff. Nein, wir haben jetzt eine Blaupause für ein Thompson. Jawohl. Studier jetzt die direkt, bevor du die verlierst. Ja, hab ich. Ja, also sofort lernen. Denn wir haben ja auch Metall in unserer Butze. So, jetzt guck ich nochmal da drüben rein. Wird aber auch mal eine Waffe. Bin halt super arg angeschlagen. Ich erstmal gerade einen Apfel, den ich gefunden habe. Ja, Thompson ist doch schon mal cool. Problem ist, da könnte ich Thompson anbauen und keine Munition, wahrscheinlich. Oh, ich habe gerade Schritte gehört. Bin gelaufen. Nee, es war auf Sand. Glaube ich. Achso, ich kann einen Steinspeer übrigens jetzt herstellen, habe ich eben ganz vergessen zu erwähnen. Cool. Nee, doch, hast du erwähnt. Ich teleportiere mich mal kurz zu dir rein. Dann sind wir zumindest am Ende der Folge noch wieder hier zusammen am Start. So. Ja, ich habe schon angesprochen, wir sind jetzt hier auch wieder bei guten 20 Minuten. Warten gerade noch ab, bis wir den Funny wiedersehen. Jawohl. Ja, wie es hier weitergeht im Technodrom, seht ihr in der nächsten Folge... Boah, dachte gerade, ich schmatze hier noch ab. In der nächsten Folge Rust mit den Fun-Gamern. Möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch was loswerden? Nö. Noch einen Aufruf starten?
Nein. Noch ein Aufruf für noch mich? Aufruf, nein. Wir wollen nicht übertreiben, das machen wir in der nächsten Folge. Genau so. Leute, ihr wisst es, wie es ist, oder wie es bei uns heißt. Macht's gut und bis die Nächte. Ciao. Ciao.